wunderschönen Abend zu 2 Stunden Taktlos Metal auf Radiokanal K Rock Session von unserem YouTube-Kanal. Ja, wie jeden Monat haben wir zwei super Schweizer Bands da mit neueren Alben, und zwar in der 2. Stunde Mortal Factor mit ihrem neuen Album Where To From Here. Klingt komisch, wir werden das klären in der 2. Stunde, genau. In der 1. Stunde bei uns Liquid Bones, bei uns der Ralf, Schlagzeuger, Zappi, Lead Vocals und Rhythmus-Gitarrist und Weltpremiere. Genau. Der neue Lead-Gitarrist, sie sind nicht mehr auf der Suche, und zwar der Marco ist da im Studio. Wir werden die Band kennenlernen, wir werden ihr immer noch frischen Album Rock from the Boneyard. Sprich noch so aus, ich glaube, Englisch ist stärker von anderen, genau. Werden wir vorstellen, und wir werden ein bisschen die Vergangenheit schauen und natürlich in Zukunft mit dem neuen Gitarrist, neuen Lead-Gitarrist. Ich freue mich auf diese Stunde, ich freue mich auf die beiden Stunden. Der sich freut, ist Roger Wettli, und wir hören jetzt hier das neue Album Rock from the Boneyard.
Ihr hört taktlos Metal auf Radikal K Rockstation auf unserem YouTube-Kanal mit Liquid Bones und einem musikalischen Statement. Ja, genau. Das versuchen wir immer zu machen. Statement setzen. Super schöner Schluss. Ja. Haben wir da hingebracht bei uns im Studio der Alf vom Schlagzeug, der Zappi, Lead Vocals und Rhythmusgitarre und der neue Gitarrist, Lead-Gitarrist Marco hier im Studio. Jetzt neu tönt gut, die Band ist aber 1992 gegründet worden, die Band ist alt. Ja, die Band ist alt und eigentlich die Mitglieder mehr oder weniger auch. Also wir haben zwischenzeitlich mal auch sehr junge dabei gehabt, die uns ein bisschen den Schnitt oben abgeholt haben. Die sind dann aber wieder weitergewandert. Und wir sind also sehr froh, dass wir jetzt den Marco gefunden haben. Also das freut uns extrem und wir freuen uns natürlich auch darauf, dass er an Inputs in dieser Band bringt dann am Schluss. Oder? Ich noch mal, bevor wir zu Marco kommen, noch mal ein bisschen die Vergangenheit. In Lenzburg gegründet, mittlerweile Proberaum in Muri und Bandmitglieder eigentlich aus der gesamten Almex. Ja, ziemlich Rundumschlag Schweiz, ja. Ausser Bernbiet, die wollen nicht zu uns kommen. Aber sonst haben wir von Glarus so jemanden, Zürich, ein bisschen Zürich-Stadt, Immensee. Ich selber bin hier aus der Umgebung Zofingen, Safenwil. Aber den Proberaum haben wir in Muri mittlerweile. Und tatsächlich in Lenzburg unter dem E-Paar im Keller im 92 ist die Band mal gegründet worden. Zappi, du bist das einzige verbleibende Gründungsmitglied. Ja, ich bin der letzte Mohikaner da. Ja. Wie hast du es geschafft, den Namen Liquid Bones aufrechtzuerhalten? Dass die irgendwie gleich weitergedacht haben? Und ja, eigentlich alles, seit das der Name eigentlich existiert hat, alles, was ich musikalisch gemacht habe, eigentlich mehr oder weniger irgendwas mit Bones oder Liquid oder irgendwas drinnen gehabt, dass wir das einfach können so pseudomässig weiterführen, weil wir haben natürlich auch bei dieser Band schwere Zeiten gehabt, wo wir halt mal irgendwie kein Bassist hatten oder was auch immer und da hat man so als Duo ein bisschen etwas gemacht oder ja. Aber der Name hat eigentlich immer weiter existiert. Bei euch noch spezieller haben ja einen Backing Vocals, jemand, der nur Backing singt. Genau, die Eva, unsere Bandmami. Ja. So ein bisschen im Stil von Lynyrd Skynyrd und die alte Band. So, dass richtig, sie das haben. Ist die Idee dahinter. Ja. Das, und es macht natürlich auch die Stimmenlinie ein bisschen lockerer, wenn man eine zweite Variante drin hat. Oder sie macht dann eben wirklich auch zweite Stimme und nicht nur geradeaus gleich wie ich. Oder? Dann muss der Schlagzeuger nicht nur das Mikrofon anlegen. Ja, also da bin ich sehr froh. Also, ich und singen, naja, ich weiss nicht. Lieber nicht. Ich glaube, das lassen wir. Das ja. Der Marco, singst du auch zum Gitarrespielen? Oder? Nein, zum Gitarrespielen nicht. Ehrlich gesagt auch nicht unter der Dusche. Von dem her schließe ich mich da. Ist auch gut, wenn die Rollen sauber verteilt sind. Genau. Eben, wir haben ja wirklich sehr einen coolen Gesang mit dem Ralf und Dave. Also, das ist das Thema mit dem Zappi für den anderen. Ja, das muss er noch lernen. Wir haben tatsächlich, die, die mich kennen, die wissen, dass mein Vorname eigentlich Ralf ist und da der Drummer auch Ralf heisst. Haben wir gesagt, Zappi. Ja, eben darum. Also der Übername existiert schon lange und der hat sich eigentlich durchgesetzt. Muss ich noch manches gewinnen, Bill. Ja. Immer die Sauferei. Nein, Quatsch. Salm selber hat noch einen anderen Lead-Gitarrist gespielt gehabt. Genau, auf dem Album aus dem 2023, das war noch der Marc Wirtlisbach. Er hatte auch recht viele Inputs bei diesen Songs. Also viele Ideen sind von seiner Seite her entstanden, in Zusammenarbeit nachher mit der ganzen Band, dann halt der ganze Song. Aber da sind wir ihm auch sehr dankbar. Er hat dann sich neu orientiert mit anderen Leuten und hat etwas anderes machen. Und ja, so sind wir jetzt halt mit Marco da. Das gesucht, das Album haben wir im März, April rausgebracht, vor einem Jahr? Das Album haben wir im Februar rausgebracht. Natürlich, genau. Wir hatten noch Albumtaufe in der Musikburg, zur Arbeit. Und relativ kurz darauf runter, also im April, hat uns der Markt dann verlassen. Und ja, seitdem sind wir auf der Suche gewesen. Wie ist die Suche gegangen? Also mühsam gewesen oder ist es... Ja, also wir haben... Der Punkt ist halt genau der Mann oder Frau, also wir wären da auch nicht abgeneigt gewesen für eine Frau, die
unser Stil auch gespürt, menschlich passt, irgendwie vom Ort her auch noch ein bisschen in der Nähe wäre und dann auch Zeit hat zum Proben und auch für die Band da ist. Das sind halt schon viele Faktoren. Und ich habe da sämtliche Portale abgeklappert und hin zu Kunst angeschrieben, sozusagen, was irgendwie an Gitarristen rum war. Und ja, wir haben den einen oder anderen ausprobiert, hat dann halt nicht ganz gepasst. Wir haben aber trotzdem noch Gigs gespielt. Das sind dann einfach Ersatzgitarristen gewesen, Studiomusiker oder halt Derricks, wo wir dann haben müssen zahlen. Aber das war auch cool gewesen. Jetzt Marco, wie bist du auf die Band gekommen? Ich habe auf einem von diesen Portalen habe ich gesehen, dass Liquid Bones einen Lead-Gitarrist sucht. Und irgendwie der urige alte Sound, der hat mich halt einfach angesprochen, gefunden, hey, irgendwie, das wäre vielleicht etwas. Ich bin zwar sonst auch engagiert in einer Band und mache ganz anderes Zeug. Und das war vielleicht gerade ein Grund gewesen, warum ich gefunden habe, das wäre jetzt eben einfach gleich noch schön. Und dann habe ich einfach mal gemolden bei ihnen. Und dann kann man mal schauen. Dann habe ich die coolen Leute kennengelernt. Und ja, jetzt hocke ich da. Oder? Genau, das ist ja, so, eigentlich eine einfache Geschichte. So, was spielst du stilistisch sonst? Also wie mit der anderen Band? Meine Roots, Jesus Gott. Aber man sagt mir, ich komme auch von funkigen Seiten her, was ich nicht so bin. Ich bin nicht so ein Blueser wie die anderen Kollegen, die wir mal angesprochen haben. Ich fühle mich sehr im Rock daheim. Und schöne alte Rootrock, die ich jetzt spiele, das ist sehr, sehr cool. Die andere Band ist mehr ein bisschen Progrock-mässig. Sehr viel mehr studieren, ein bisschen weniger ranzen. Und das ist halt auch einfach wirklich sehr, sehr cool. Das ist wirklich, das ist Musik aus dem Bauch und die macht richtig Spass. Yes. Ja, wir hören ihr. Ihr habt ja zwei Alben draussen. Also wir haben sogar drei Alben draussen. Nur das dritte, das erste Album, das kennt kein Mensch mehr. Das ist aus dem 97. 97. Wir haben aus dem 17, jetzt hätte ich fast gesagt, genau. Haben wir Ride with the Devil, ein 6-Minuten-Lied. Wir dürfen das, an diesem Radio dürfen wir das. Das ist eben cool. We'll be right back.
Liquid Bones auf Radikal Rock Station auf unserem YouTube-Kanal. Bei uns zu Gast der Ralf vom Schlagzeug, der Zappi, also Lead Vocals und also Rhythmusgitarrist, Gitarre und der neue Lead-Gitarrist, der Marco. Jetzt, ja Marco, was hast du mitbekommen vom neuen Album Rock from the Boneyard? Ja, einfach die Songs, die drauf sind. Kann sie heißen, du Lehr. Die muss er jetzt lehren. Ja, ja, ich bin ja am Büffeln, genau. Ich bin ja am Büffeln, ist sehr cool. Und ganz einen Haufen, kannst du dir nicht sagen, der Sound ist eigentlich klar und der spricht für sich. Und ich freue mich jetzt einfach extrem, die Songs wirklich zu verinnerlichen und ich bin daheim fleissig am Üben und so, aber wenn es nachher wieder auf die Mauer geht und mit den Jungs kannst du abdrucken, dann macht es einfach scheiss Freude, oder? Und dann haben wir den anderen Song, das ist gar nicht mehr so relevant, es ist einfach schön, die Musik können abzudrucken mit den Jungs und der Eva, das ist wirklich cool. Gibt es etwas, was dich an dem Album besonders oder generell an Liquid Bones besonders auf die Art und Weise, wie sie Lieder schreiben oder wie die Lieder daherkommen, begeistert? Also was mich einfach wirklich begeistert, das, und ich finde den Begriff, der Zappi immer so gerne sagt, wenn es darum geht, was ist das für Musik, der Begriff Roots Rock, das finde ich wirklich das ganz Elementare für mich, weil Roots, das sind die Wurzeln, die herkommt. Und ich habe wirklich das Gefühl, der Sound, der ist einfach geerdet, der kommt von und auf, der ist gewachsen. Und ich glaube, das macht es aus, dass der wirklich auch so funktioniert. Wie ist bisher bei uns Songwriting gelaufen? Wer hat die Idee gebracht? Alle ein bisschen, oder? Meistens ist es eigentlich so, dass irgendjemand eine musikalische Idee mal hat. Wie gesagt, jetzt im letzten Album ist das der Mark relativ oft gewesen, bei gewissen Songs da. Dann nimmt man mal die Idee und arbeitet die mal aus zu irgendeinem Strophe, Refrain, Hookline, was weiß ich, Thema. Dann suche ich mal irgendwo eine Gesangslinie, dann einen Text und manchmal zusammen. Und dann fällt eigentlich die grosse Arbeit an, die Detailarbeit, die man eigentlich gar nicht merkt. Wenn sie aber nicht da wäre, würde man es merken. Das ist eben so ein bisschen das. Oder das ist Dynamik und Feinheiten, die irgendwo unterwegs sind. Es klingt nach 0815 Rock, ist es eigentlich auch. Aber es ist immer irgendwie wirklich sehr weit ausgeschafft in Sachen Dynamik. Und das ist uns wichtig. Und dort haben wir auch die meisten Büts damit. Und das ist für mich immer ein Gemeinschaftsprojekt. Also da nicht ich, dass ich diktiere, sondern eigentlich alle mitmachen. Oder? Jetzt zwischen dem zweiten und dritten Album sind 6 Jahre vergangen, mehr oder weniger. Relativ wenig. Ja, relativ wenig. Vorher haben wir 20 Jahre. Genau. Ja. Aber das heisst, sind dort die letzten, sagen wir, 6 Jahre sind eigentlich ständig ein bisschen dran gewesen. Genau. Es war natürlich auch Corona gewesen. Haben wir auch genutzt, um eigentlich neue Songs zu machen und auszuschaffen. Und sind dann nachher eigentlich Studio mit dieser Ware. Oder? Ja. Studio, haben sich die Lieder noch stark verändert? Oder nein, also mein Studio kostet Geld. Mhm. Und da wir ja wahnsinnig nicht reiche Band sind, für die meisten. Millionen mit. haben wir natürlich schon alles ausgeschafft und gehen dann ins Studio und machen es dann, dass wir dort so wenig Zeit wie möglich brauchen, sozusagen. Ja, wir haben gesagt, wir haben ein paar Lieder, die ein bisschen ausscheren aus dem ganzen Schema. Back in Time zum Beispiel. Ja, da sagt jetzt der Alfie mal etwas dazu. Er ist so ruhig, jetzt darf er reden. Ja, ich sage eben, sonst sind wir eigentlich wirklich mehr auf der Rockschiene. Back in Time, das ist jetzt wirklich so ein bisschen ruhigerer. Also wir haben noch andere, die auch die Tiege reingehören, die noch ein bisschen Funky drin haben und Zeug. Aber Back in Time, das finde ich jetzt so, ja, was haben wir? Das Solo, so richtig Santana, ein bisschen ja, etwas. Das ist so viel in dem Song. Ja, eben, mal etwas ganz anderes. Und das ist, ehrlich gesagt, das macht auch Spass, eben, dass wir auch die Abwechslung haben, nicht nur, sage ich immer, 0 Grad durch einfach rotzen muss oder so. We'll be right back.
das Taktlos Metal auf Radiokanal Car Rock Station auf unserem YouTube-Kanal mit den Liquid Bones, die im Februar 2023, vor einem Jahr, rausgebracht haben. Das neue Album Rock from the Boneyard. Bei uns im Studio der Ralf vom Schlagzeug, der Zappi an den Lead Vocals und an der Rhythmusgitarre. Und der neue Gitarrist, Lead-Gitarrist, der Marco, der die Plattentaufe noch nicht miterlebt hat. Was haben sie erzählt? Nichts. Gar nichts. Nein, aber sie haben, glaube ich, einfach ein bisschen Schwarztee getrunken. Das ist gut. Ja, in unserem Alter kannst du nicht mehr Whiskyflaschen bodigen. Das überlebst du nicht mehr. Jetzt ist es bald ein Jahr draußen. Sie haben gesagt, der Gitarrist hat euch, Leadgitarrist hat euch zwei Monate heim, bis zu ihm nachher den Austritt gegeben. Mhm. Sie sind gleich auftreten. Natürlich, wir haben ja auch noch Buchungen gehabt und einen haben wir, glaube ich, gecancelt. Ja. Einen haben wir gecancelt, die anderen haben wir eigentlich durchgeführt. Wir haben es unter anderem mit einem Gitarrist gemacht, der vor dem Mark war, also vor dem Mark Wirtlisbach. Er ist selber auch vom Uri und hat uns bei zwei Gigs gespielt. Dann haben wir einen jungen Gitarrenlehrer gehabt, der noch ein, zwei Gigs gemacht hat. Ja, wir haben dann auch, weil wir keine Lead-Gitarrist offiziell mehr hatten, haben wir natürlich nicht mehr gross Buchungen angenommen. Und gesagt, nein, wir möchten wirklich einen neuen Mann haben, der zu uns gehört und mit dem wieder wachsen und dann wieder auf die Strasse. Eigentlich, das war die Idee gewesen. Aber bei denen, die wir quasi vertröstet haben, die könnt ihr wieder ansaugen, wenn ihr es wollt. Genau, also da sind ein paar Sachen rum, zum Beispiel eine Gurtenbar ist rum, dann irgendwo im Oktober, November, irgendwo im, ach wie heisst Distrikt 21 oder weiss nicht mehr. Also ich habe das alles im Mailordner, weil mein Gedächtnis ist natürlich auch schon alt. Aber das neue Album, das ihr jetzt aus habt, das verpufft durch die Situation jetzt nicht, sondern das könnt ihr weiter nutzen. Natürlich, und wir werden das Programm auch noch ein bisschen promoten. Wir haben natürlich auch einige Fans, die wirklich sehr viel an unsere Konzerte kommen, was ich extrem geil finde. Und die werden natürlich auch neue Zeug ein bisschen hören. Ja. Und sobald der Marco dann so fit ist, dass wir eigentlich beide Album so drinnen haben, dann können wir auch ein bisschen variieren live. Oder? Und jetzt machen wir im Moment eigentlich schon vor allem das neue Programm, plus minus drei alte Songs, so ungefähr. Wie sieht es bei euch aus mit Variationen von den neuen Liedern auf der Bühne? Gibt es Momente, wo ihr sagt, das ist eher so raus, so machen ihr der Lead-Gitarre ein bisschen mehr Platz als auf dem Album? Ja, definitiv, ja. Also live ist bei uns immer ein bisschen anderes Leben drin. Im Studio sind wir halt auch, ja, im Studio stehst du ein bisschen da, musst ja nicht so, naja, machst so genau wie möglich. Und live ist halt schon, wir sind eine Liveband, uns muss man live sehen und erleben, das macht Spass. Oder? Und ich sage, die Aufnahmen sind dann sozusagen die Erinnerung an unseren Live-Gig. Das ist so das Optimale. Oder? Und meistens ist es auch so, weil die Scheiben, die sind ja auch nie im Handel. Die kann man bei uns auf der Homepage natürlich kann man die kaufen. Man kann sie überall downloaden, aber offiziell im Handel ist die nie, weil wir haben kein Label, wir haben kein Management, wir machen das alles noch selber. Dafür haben die Einnahmen nicht pro euch. Genau, die wahnsinnig hohen Einnahmen. Aber wenn jetzt jemand euch die 20 Franken zahlt oder 15 Franken, dann habt ihr für die... Die haben wir sauber, 100% bei uns. Genau, die müssen nicht irgendwie jemand anderem abdrucken. Nein, das gehört uns, ja. Jetzt, ja, wer nichts will abdrucken, sondern doch gleich drucken, und zwar ein WhatsApp oder ein SMS eindrucken, kann gewinnen. Wir haben vom neuen Album zwei, drei Exemplare, die wir verlosen können. Und zwar, ja, beste Nacht, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, sind müde Moderatoren rum, die in dem Moment schlafen. Also schreibt ein WhatsApp, SMS auf 079 320 71 48, 079 320 71 48. Stichwort Liquid Bones, dann weiss ich, was ihr wollt. Ja, genau. Wenn ihr etwas anderes wollt, nicht melden. Nein, an nichts. Und dann könnt ihr auch gewinnen. Ich werde nochmal wiederholen. Später die magische Telefonnummer nicht weitergeben. Wir haben parat Freeman. Ein Lied, das der Zappi gesagt hat, unbedingt spielen. Ja, weil das ist ein Song, den hat unser Bassist, der Turi,
geschrieben, die heute leider nicht kommen konnte. Vor irgendwie 30 Jahren mit einer ganz anderen Band. Und wir haben das Ding jetzt aufgeschafft und haben den, also sozusagen ist es ein Cover. Muss man schon sagen. Aber natürlich auf uns zugeschnitten. Liquid Bones im Studio von Radikal K Rockstation und auf YouTube bei uns der Ralf am Schlagzeug, der Zappi an der Lead-Gitarre und an der Lead-Wolfos Rhythmus-Gitarre, wir müssen noch richtig ab seine Schriften lesen und Ziffern und der Marco an der Lead-Gitarre. Yes. Jetzt haben Ende Dezember noch mal ein Konzert gehabt, der Marco ist dort
im Publikum gehockt. Genau. Also schon dabei auf der Bühne gewesen. Ja, er war schon sehr nah an der Bühne gewesen. Und das war auch wirklich für uns einer der geilsten Jahresabschlüsse gewesen. Und das ohne definitive Lead-Gitarrist. Wir konnten dort zusammen mit Rockout spielen. Im Vorprogramm von der Rockout. Und das hat wirklich geil gedrückt und mega Spass gemacht. Hat musikalisch auch gut zu Rockout gepasst? Absolut, ja. Wir haben dann natürlich auch eher so die härteren Geschichten vorgenommen. Ist ja klar, oder? Ja, bei sie sind ja klassischer Hardrock-Rock. Sie sind klassischer Hardrock, ja. Mit Weizsäcke-Einschlag, ja. Blues-Hardrock. Ja, ein bisschen AC/DC drin, ein bisschen Krakus drin, ein bisschen ja, irgendwo... Sind ihr auch gefordert worden im Vorfeld? Ich meine, ich nehme an, haben sie gekannt. Vor allem ich habe sie gekannt, ja. Und dann siehst du, was die jungen Gielen hinbringen. Ja, ich denke, wir müssen schon ein bisschen Paroli bieten. Und ich glaube, wir haben das nicht so schlecht hingebracht an diesem Abend. Also wir haben sehr gutes Feedback bekommen, auch von den Fans von der Rockhead, die uns gar nicht gekannt haben. Das war natürlich auch unser Ziel gewesen, um denen zu zeigen, hey, wir alten Säcke, wir bringen das auch noch. Quasi die vermeintlichen Vorbilder von Rockout. Genau, das haben wir sein. Wir haben natürlich nicht Rockout übertrumpfen. Das ist nicht die Idee, aber unterstützen. Und das haben wir, glaube ich, sauber hingebracht. Ja, würde schon sagen. Das heisst, schön Abend, ihr seid nachher an Rockout gelogen. Natürlich, ja. Weitere Live-Sachen, das eben, habt ihr gesagt, kann sie ein bisschen mal schauen. Ja, jetzt müssen wir natürlich mal mit Marco ein bisschen arbeiten, aber er hat schon die erste Feuertaufe, und zwar am 2. Februar, da sind wir in Stielsdorf, in der Silver Cube Lounge. Kennt der eine oder andere vielleicht. Und das ist sozusagen sein erster Gig mit uns auf der Bühne. Schlag auf Schlag. Ja, und dann, wo sind wir denn? Und Privatanlass sind wir gebucht, ja. Das ist im März. Ja. Und dann ist eigentlich mit der Flektor zusammen, da freuen wir uns auch, gross in Chillout, ja. Im April. Das sind, glaube ich, so die drei Sachen, die im Moment fix gebucht sind. Und sobald der Marco sauber am Start ist mit uns, dann gehe ich wieder hinter das Klinkenputzen, dass wir live können spielen können. Also, wo auch immer. Genau, geht nicht mehr lang, hast du etwas im Plan? Ah, du siehst, er plant auch schon. Das ist cool. So haben wir es also gern. Mit anderen Worten, Marco hilft mit, du denkst mit. Nein, ich hocke nur aufs Sofa. Und schaust ein bisschen zu. Genau. Du bist quasi jetzt in dieser Bandzelle, die anderen machen. Du, bist jetzt genau, du spielst ein bisschen Leadgitarre. Genau, ich kann, ja. So wie der Ralf einfach ein bisschen Schlagzeug spielt. Genau, ich habe so. Du musst hocken und hinführen schauen. Nein, natürlich. Aktuell bin ich tatsächlich natürlich noch gut beschäftigt mit die Songs zu ziehen, die eins und die andere Lines suchen. Und nachher natürlich, ich meine, schau, wir wollen ja spielen und das ist vielleicht noch ein Vorteil dieser Band, dass nicht alle zusammen nur aus Muri kommen, so hast du überall ein bisschen Connections und ich sehe, dass ich leider die anderen Gig auch an Land ziehe, selbstverständlich. Jetzt vielleicht gleich noch, Ralf, damit wir dich als Schlagzeuger noch gehört, du hast vorher, als das Mikrofon unten war, wo wir etwas anderes gelassen haben, hast du noch gesagt, dass du durchaus auch Black Metal gerne hast. Ja, eigentlich sehr, ja. Spielst du noch in einer Black-Metal-Band? Nein, also das ist eigentlich der grosse... Also ich höre es auch gerne zum... zum Frust von meiner Frau. Ich kann mit dem Auge absolut nicht anfangen. Also ein schwarzes Schaf in der Familie. Nein, ich höre es einfach auch gerne. Ich habe null Ambitionen, am Schlagzeug das zu wählen. Ich finde es faszinierend, aber ich habe keine Ambitionen zum Metal... oder Black Metal können spielen, aber ich höre es einfach gerne. Ich finde die Ästhetik und der Druck, den das auch nimmt, also für mich persönlich passt es, es stimmt, aber musikalisch, zum selber Schlagzeug spielen, finde ich das, was wir machen, so also etwas, eben mal ein bisschen mit Dynamik, wo du mal Rock, wo du mal ein bisschen softere Sachen drin hast, ein bisschen andere Rhythmiken, anstatt immer nur Double Bass, durchgratter, finde ich für mich spannender zum Spielen.
Also das nächste Liquid Bones Album wird kein Black Metal Element. Ich glaube, kein Blast Beats. Ich wäre so nicht vertraglich, aber ich glaube, da würde ich anrennen. Und wir lernen es bei einem Kick, es braucht keine zwei. Ich kann es doppelt bei allen schlängen. Und der Druck kommt ja, das ist nicht mehr so. Absolut. Ja, wir haben parat Lars. Lars? Das Lied namens Lars. Ja genau, das Lied namens Lars. Der Lars ist eigentlich unser Roadie. Der hat aber bis jetzt noch nie einen gesehen. Wir haben schon versucht zu fotografieren, aber der schläuft immer. Aber es gibt... ich bin dran, eigentlich die Geschichte von Lars ein bisschen aufzuschreiben. Und die ist dann auch online auf unserer Homepage verfügbar. Unter «Who the fuck is Lars?» Und irgendwie haben wir gedacht, ja, der Lars, das ist so ein richtig, der Song, der ist so ein richtiger 80er-Jahr-Headbanger, so ein langsamer, treibender Headbanger-Song. Und der passt zum Lars und er ist auch noch in dem Song erwähnt und darum heisst der Song jetzt einfach Lars.
Das ist it. Sehr schön. Ja. Genau, der Lars. Der Lars. Und bei uns im Studio nicht der Lars. Wir wissen immer noch nicht, wo der Lars ist, haben wir gehört. Bei uns im Studio Liquid Bones, der Ralf vom Schlagzeug, der Zappi an den Lead Vocals und Rhythmusgitarre und der neue Gitarrist, den wir können vorstellen konnten, der neue Lead-Gitarrist Marco, hier im Studio. Er hat jetzt eine ganze Stunde da gewesen, es ist wieder extrem schnell durchgegangen. Hat Spass gemacht. Ja. Wir, ja, es ist schön, dass wir das Album gleich auch noch ausführlich vorgestellt haben. Wir sind ja bei Rock Sash, sind wir mal gesehen, was rausgekommen ist. Ja, genau. Das haben wir gesehen. Metal Lounge, Rock Lounge. Genau. Ja, die Stunde ist eigentlich vorbei. Wir haben noch die Verlosung, und zwar von der neuen CD Rock from the Boneyard. Ihr könnt die gewinnen, indem wir mehr ein WhatsApp-SMS schreibt auf 079 320 71 48 079 320 7148. Dann ja, die Sendung wird wiederholt, und zwar auf Rock Session 3-mal. Wenn, genau das erfahrt ihr, wenn ihr auf rocksession.ch eingeht und dort auf die Webseite und dort unter Interviews schaut. Ja, und anschliessend werde ich die Sendung auf YouTube als Stream tun, damit ihr das Gequatsche und Musik könnt hören könnt. Wenn ihr Musik ohne Gequatsche wollt, die Band, die hat noch die ein oder andere CD, die sie würden verkaufen. Auf jeden Fall. Online-Shop haben wir auf unserer Homepage, liquidbones.ch, findet man alles. Dort gibt es auch sonst noch sehr schöne Sachen. Shirts, Flaschenöffner, Flachmann. Ja, ja, alles, was man braucht. Ja, in der nächsten Stunde bereit sind schon Mortal Factor, eine Band, die im September ihr zweites Album rausgebracht hat, Where To From Here. Wir werden schauen, was das für mit dem Namen auf sich hat. Sie machen ein kleine härtere Gangart, Trash Death Metal. Der Ralf hat gesagt, er hat sie, der hat sie gesehen live, oder? Ja, mehr auf. Ist gut gewesen. Mir hat es gefallen, weil es eben es trotz allem, dass ich Black Metal gerne, sie sind eigentlich durch ihren Sound eben gerade wieder rausgestochen, weil es einmal es hat eine Abwechslung gegeben, wirklich so geile treibende Metal ist und nicht nur einfach extrem schnell, sondern wirklich recht groovig. Also mir hat es recht gut gefallen. Also. Ich muss sagen, Mortal Factor spielen ja die Leute in tausend anderen Bands, unter anderem Hardrock und Darkrock Bands. Dynamik vielleicht von dort. Wahrscheinlich schon. Wir werden es herausfinden in ein paar Minuten. Genau. Ja, ich verabschiede mich von der Liquid Bones. Verantwortlich für die Sendung war Roger Wettli. Die letzten Worte von dieser Stunde haben immer, wie immer, meine Gäste. Was wollt ihr unseren Hörern noch erzählen? Das Wichtigste. Ohne Fans sind wir gar nichts live. Also kommt an Konzerte, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Bands, weil das ist da, wo unsere Musikszene am Leben erhält. Geht an die Live-Konzerte, Leute. Danke vielmals, dass ihr uns supportet.